Also, ich bin Annelette Burkert, ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften hier am Science Media Center und genau, wir wollen über die aktualisierte Impfempfehlung sprechen. Also, im November wurde ja der Impfstoff von Comirnaty auch für die 5- bis 11-Jährigen von der EMA zugelassen und im Dezember gab es dann bereits eine erste Empfehlung von der STIKO, weil ab 20. Dezember der Impfstoff auch in Deutschland verfügbar war. Und eine allgemeine Impfempfehlung gab es zu der Zeit noch nicht, weil es einfach noch nicht ausreichend Daten gab, sondern zu diesem Zeitpunkt sprach sich die STIKO dafür aus, dass vorerkrankte Kinder diesen Impfstoff erhalten sollten und Kinder, die in einem Haushalt mit einem Risikokontakt leben. Und darüber hinaus hat sich die STIKO dafür ausgesprochen, dass alle Eltern, die gerne ihre Kinder impfen lassen würden, dem nicht im Weg stehen wollen, also dass die das machen können. Und nun gab es viele Studien, internationale Studien, und die Daten sind zusammengekommen, sodass die STIKO sich nochmal wieder setzen konnte und die Daten zu sichten und jetzt eine neue Empfehlung aussprechen kann. Und diese Empfehlung wird morgen veröffentlicht. Morgen um 11 Uhr wird die Pressemitteilung vom RKI online gehen mit dem dazugehörigen RKI-Bulletin, in dem die aktualisierte Fassung zu lesen sein wird. Das heißt, dieses Pressbriefing heute steht unter Embargo bis morgen 11 Uhr. Und die wissenschaftliche Begründung zu der Empfehlung können Sie auf Nachfrage gerne von uns erhalten. Schreiben Sie hierfür bitte an die Adresse redaktion@sciencemediacenter.de eine E-Mail und dann können wir im Anschluss an das Pressbriefing Ihnen die wissenschaftliche Begründung auch zuschicken. Und wie gesagt, diese Begründung und das Briefing, alles steht unter Sperrfrist bis morgen 11 Uhr. So, und wenn Sie jetzt schon während des Briefings Fragen haben, dann stellen Sie die bitte wie gewohnt im Frage- und Antwort-Tool, welches Sie unten finden. Und jetzt möchte ich gerne die Experten vorstellen. Das ist zum einen Dr. Martin Terhardt. Er ist Kinder- und Jugendarzt und ist Mitglied der Ständigen Impfkommission und hat an dieser aktualisierten Empfehlung mitgewirkt und wird sie uns gleich vorstellen. Darüber hinaus ist anwesend Professor Dr. Tim Nihus. Er ist Chefarzt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Klinikum in Krefeld. Und als Dritten im Bunde begrüße ich Professor Dr. Reinhard Berner. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Karl Gustav Karus in Dresden. Und Herr Berner ist auch externer Sachverständiger der Ständigen Impfkommission. Herr Terhardt, jetzt sind wir aber alle ganz gespannt. Was steht denn jetzt in der aktualisierten Fassung? Können Sie uns das einmal... Ja, liebe Frau Burkhardt, diese technischen Probleme, die werden wir jetzt alle bewältigen. Liebe Damen und Herren, also die STIKO hat ja kontinuierlich die Impfempfehlung für die Kinder weiter bewertet, auch nach unserer Empfehlung im Dezember. Und in den letzten 2 Monaten ist das entstanden, was jetzt morgen veröffentlicht wird. Das beruht auf Daten, die halt aber auch sehr viel damit zusammenhängen, dass Omikron viel verändert hat. Bisher sollten alle Kinder mit Vorerkrankungen, die ein Risiko für schwere Verläufe von Covid-19 haben, 2-mal geimpft werden. Und dann auch eine Booster-Impfempfehlung ist ausgesprochen worden. Vor allen Dingen die Kinder mit schweren Immunerkrankungen brauchten diesen Booster. Und jetzt hat die STIKO neu entschieden, dass ab sofort oder ab morgen alle bisher nicht geimpften Kinder auch ohne Vorerkrankung im Alter von 5 bis 11 Jahren eine einzige Impfstoffdosis des für diese Altersgruppe zugelassenen mRNA-Impfstoffs erhalten. Das ist das Comirnaty 10 Mikrogramm. Es gibt auch den Spikevax-Impfstoff mit 50 Mikrogramm, für den aber deutlich weniger Erfahrungen weltweit bestehen. Und wir empfehlen vorzüglich diesen, also präferenziell den Impfstoff von BioNTech, Comirnaty 10 Mikrogramm. Und diese Empfehlung gilt sowohl für die Kinder, die SARS-CoV-2 schon durchgemacht haben, in einem empfohlenen Abstand zwischen Infektion und Impfung von 3 Monaten, als auch für Kinder ohne bisher nachgewiesene Infektionen. Und für alle anderen bisher noch nicht geimpften Kinder mit Vorerkrankungen gilt weiterhin die bisherige Empfehlung, dass sie 2-mal geimpft werden sollen und halt dann auch noch eine zusätzliche Auffrischimpfung brauchen. Das Ziel dieser jetzt angepassten, veränderten Impfempfehlung ist es, bei allen 5- bis 11-jährigen Kindern jetzt eine möglichst gute Basisimmunität aufzubauen, als Vorsorge für kommende, uns noch nicht bekannte Infektionswellen und als Grundlage für weitere Antigenkontakte. Keiner kann den Verlauf der Pandemie in den nächsten Monaten vorhersagen.
Es ist zu erwarten, dass neue Virusvarianten kommen. Es können aber auch bekannte Virusvarianten zurückkehren. So kann es zum Beispiel im Herbst oder Winter dazu kommen, dass wir eine höhere Infektionswelle wieder bekommen, auch mit einer eventuell höheren Krankheitslast. Dann kann die jetzt durch eine einmalige Impfung erreichte Basisimmunität dann durch eine weitere Impfung sofort noch weiter optimiert werden, eventuell auch durch einen angepassten Impfstoff. Und wir hoffen, dass wir durch diese Impfempfehlung für alle Kinder verhindern können, dass weitere schwere Verläufe in Zukunft auch bei Nicht-Risikokindern vorkommen können. Die frühzeitig aufgebaute Basisimmunität, die wir jetzt im Sommer aufbauen wollen, sorgt also dafür, dass der Schutz der Kinder bei Bedarf ab Herbst, Winter jetzt rechtzeitig vorbereitet wird und dann eventuell mit einem relativ großen Abstand, was immunologisch sehr sinnvoll ist, durch eine zweite Impfung eventuell noch ergänzt werden kann, von der wir aber noch gar nicht genau wissen, welche das sein wird und ob wir sie überhaupt brauchen werden. Das vielleicht in Kürze das, was die STIKO sich überlegt hat. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Terhardt. Da möchte ich direkt mal als nächstes Herrn Nihus fragen. Sie sind ja auch, haben ja auch einen Schwerpunkt in Immunologie. Wie schätzen Sie denn jetzt diese Empfehlung ein, nur eine Impfung zu geben? Was reicht diese eine Impfung aus, um wirklich eine ausreichende Immunität erstmal herzustellen? Ja, die Immunität gegenüber SARS-CoV-2 ist ja sehr interessant. Das ist so, dass man trotz, wenn man Infektion gehabt hat, nicht unbedingt einen Schutz wieder gegen die Infektion hat. Das aber wahrscheinlich mehrere Kontakte sozusagen das Immunsystem boostern und dass es damit dann eben doch zur Immunität kommt. Eine interessante Beobachtung ist, dass wenn Kinder praktisch eine Infektion gehabt haben, also sich mit SARS-CoV-2 mal infiziert haben, dass dann als Folge, wenn man die dann impft, eine sehr hohe Antikörperantwort beobachtet wird. Das nennt man hybride Immunität, so ist das bezeichnet worden. Sodass das ein bisschen dazu geführt hat, dass man gesagt hat, wenn man jetzt sozusagen Kinder impft, die schon SARS-CoV-2-Infektion hatten, mit dem Impfstoff, dann hat man einmal die Immunität, die man natürlich gewonnen hat, plus das, was man jetzt als Impfung noch dazu gibt. Und davon, da geht man aus, dass das eine bessere Immunität gibt sozusagen. Man muss aber dazu immer sagen, das sind Daten, die rein in vitro erzeugt sind. Das sind keine Daten aus Studien jetzt an Kindern, sondern es ist praktisch schon ein bisschen eine theoretische Annahme. Aber die ist ganz gut belegt. Die Antikörpertitel sind wirklich deutlich höher gewesen und sie sind neutralisierend. Das heißt, sie sind sehr effektiv, wenn man sozusagen eine Vorinfektion hat und dann nochmal mit der Impfung kommt. Gut, jetzt sprechen Sie aber von der hybriden Immunität. Den Kindern, die ja bisher auch noch das Virus noch gar nicht gesehen haben, wird ja auch nur eine Impfstoffdosis empfohlen. Wie sieht das denn da aus? Wir müssen davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Kinder infiziert sind. Wir können es nicht genau sagen, aber das geht, also ein sehr hoher Prozentsatz an Kindern dürfte inzwischen durch die auch ja infektiöse Omikron-Variante infiziert sein, sodass Kinder, die gar nicht infiziert sind, das wird wahrscheinlich ein geringer Anteil sein, sodass bei den Kindern, die praktisch dann noch überhaupt keinen Kontakt mit SARS-CoV-2 hatten, wird auch die eine Impfung schon eine gewisse Vorimmunität liefern und auch das wird vor schweren Verläufen etwas schützen. Gut, dann machen Sie mir den Übergang jetzt sehr leicht zu Herrn Berner. Schwere Verläufe, Herr Berner, bei Ihnen in Dresden sammelt die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie die Daten zur Hospitalisierung und zu den PIMS-Fällen. Würde denn eine einfache Impfung jetzt auch bei Kindern, die noch keinen Kontakt haben, tatsächlich dazu die Immunität so weit unterstützen, dass die sehr schweren Verläufe oder eventuell auch PIMS nicht mehr auftritt? Also vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, was PIMS ist und wann das auch zu sehen ist. Ja, also wir haben ja bei den Kindern gesehen seit Beginn der Pandemie, dass die Krankheitsverläufe, die schweren Krankheitsverläufe bei an sich gesunden Kindern also schwere Krankheitsverläufe ganz selten sind. Auch in unserem Register, das wir seit März 2020 pflegen, haben wir einen ganz kleinen Teil von Kindern, die ohne Vorerkrankung tatsächlich auf einer Intensivstation behandelt werden mussten. Daneben gibt es die Kinder, die dieses PIMS, was Sie angesprochen haben, erleiden. Das ist eine Erkrankung, die wenige Wochen nach einer Coronavirus-Infektion, auch einer milden Coronavirus-Infektion, auftreten kann, durch hohes Fieber und eine groß angelegte sozusagen Entzündungsreaktion im Körper, die Kinder wirklich auch schwer krank machen kann. Was wir gesehen haben im Verlauf der Pandemie, ist schon auch, dass wir
im Grunde mit Omikron eher milde, weiterhin milde Verläufe, trotz hoher Infektionszahlen milde Verläufe gesehen haben. Und auch die PIMS-Erkrankung scheint eigentlich nach Omikron seltener aufzutreten. Sodass ich glauben würde, dass der Ansatz der STIKO jetzt zu sagen, wir reagieren jetzt nicht nur auf, sagen wir mal, eine unmittelbar drohende primäre Krankheitslast, das heißt also, wir wollen jetzt die nächsten schweren Verläufe verhindern, sondern zu sagen, wir müssen, und das ist ja, glaube ich, aus meiner Sicht zu Recht auch ein Vorwurf gewesen, den die Politik sich machen muss, dass sie in die jeweiligen nächsten Winter- und Herbst-Wintersaison relativ unvorbereitet hineingegangen ist, dass man jetzt gesagt hat, das will man dieses Jahr anders machen. Man möchte den Kindern mit dieser einen Impfung, die für das einzelne Kind sicher einen gewissen Schutz bieten wird, aber man möchte die Population insgesamt davor schützen, dass sie im nächsten Winter mit vielen Erkrankungsfällen und darunter eben auch dem einen oder anderen schweren Erkrankungsfall zu kämpfen haben wird, jetzt mal ganz abgesehen, aber das ist auch wichtig, von all den sekundären Folgen der Pandemie und den Auswirkungen. Also ich glaube, was man erreichen kann mit dieser Posanihus hat es gesagt, der Terhardt hat es auch gesagt, man möchte die Gruppe der Kinder sozusagen vorausschauend sozusagen vorbereiten auf den kommenden Herbst. Genau, jetzt kommen direkt ein paar Nachfragen zu der Sache, dass es hierbei nur um eine Impfdosis geht. Wieso empfehlen Sie denn wirklich nur eine und durch welche Studien oder wie ist das gedeckt? Erklären Sie das bitte nochmal. Also wir wissen aus den Meldedaten, die am Robert-Koch-Institut gesammelt werden, dass über 50% dieser Kinder schon eine PCR-bestätigte gemeldete Erkrankung hatten in der Altersgruppe von 5 bis 11. Wir wissen darüber hinaus schon die ganze Zeit über, dass wir eine Dunkelziffer haben, von der wir annehmen müssen, dass die fast das Doppelte ist. Das heißt, alle vernünftigen Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir eine Durchseuchungsrate der Kinder mit dieser Infektion bemerkt oder unbemerkt von 70-100% haben. Und wenn wir jetzt auch wissen, dass wir ja eine zusätzliche Impfung vorher schon bei Erwachsenen und Jugendlichen auch nach Infektion empfohlen haben, um den Schutz zu verlängern und den Schutz zu verbreitern, dann wollen wir das jetzt bei den 5- bis 11-Jährigen nutzen, diesen Effekt. Denn wir haben gesehen in der Literatur, teilweise auch bei kleinen Kindern, aber zum größten Teil bei Jugendlichen und Erwachsenen, dass dieser Effekt, der Immunschutz durch Infektion plus Immunschutz durch Impfstoff, eine synergistische Wirkung entfaltet, dass halt verschiedene Systeme des Immunsystems verschieden gut angesprochen werden und dass das wahrscheinlich für die Zukunft, wenn andere Varianten kommen, wovon wir ja ausgehen, einen besseren Schutz bietet, als wenn man sich nur auf eine Komponente verlässt. Und bei den Kindern müssen wir davon ausgehen, im deutlichen Unterschied zu den anderen Bevölkerungsgruppen, dass sie die höchste Durchseuchungsrate haben. Und deswegen ist es vertretbar, jetzt eine Impfung zu geben, denn wir wollen damit nicht jetzt Omikron eindämmen, das schaffen wir mit dem Impfstoff nicht, dafür ist er nicht gut genug, sondern wir wollen damit die Basis schaffen, für zukünftige Wellen eine breite Basisimmunität zu haben, die man dann bei Bedarf noch anpassen kann. Und das ist unser Ziel, wie Herr Berner das gerade gesagt hat, vorausschauend jetzt die Basisimmunität der Kinder zu verbessern. Nun ist ja so, dass die 11- bis 15-Jährigen oder die älteren Kinder und Jugendlichen, denen werden ja 3 Impfstoffdosen empfohlen. Warum die Diskrepanz? Also können Sie das mal erklären, wieso dort an der Grenze der 11 Jahre von einer Impfdosis zu 3 Impfdosis da direkt dieser Sprung entsteht? Ja, das kann man eigentlich nur historisch erklären. Die Jugendimpfempfehlung besteht ja schon jetzt fast ein Jahr. Das war ja im Sommer 2021. Da gab es den Impfstoff für die kleinen Kinder ja noch gar nicht und da war Omikron noch nicht da, da war Delta noch gar nicht da, da kam erst Delta. Die ganzen verschiedenen Virusvarianten haben ja die Pandemie sehr verändert und halt auch die Wirksamkeit der Impfstoffe hat sich verändert. Und wenn wir jetzt heute eine Entscheidung für die Jugendlichen treffen müssten, weil wir vorher noch keinen Impfstoff gehabt hätten, wäre die vielleicht sogar ähnlich ausgefallen. Aber zum damaligen Zeitpunkt war die Situation eine andere. Wir hatten ein etwas höheres Risiko, immer noch niedrig, von schwereren Erkrankungen als jetzt unter Omikron. Und deswegen wurden damals andere Entscheidungen gefällt. Bei den kleinen Kindern ist es so gewesen, dass halt die Krankheitslast so unvergleichlich niedriger zu allen anderen Altersgruppen war, also bei den 5- bis 11-Jährigen,
dass es sehr, sehr gute Gründe braucht, diesen Kindern diese Impfung zu empfehlen, von der wir zu dem Zeitpunkt damals im Dezember noch nicht genau wussten, ob sie auch Risiken in sich trägt. Das wissen wir jetzt deutlich besser. Die Komplikationen der Impfstoffe, die wir bei den größeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen kennen, hinsichtlich der Herzmuskelentzündung, sind in dieser Altersgruppe verschwindend gering, in einigen Ländern bisher gar nicht aufgetreten. In Deutschland bisher gibt es noch keinen bewiesenen Fall, dass durch Impfstoff eine Myokarditis erzeugt wurde in dieser Altersgruppe. Und insofern ist die Abwägung jetzt auch eine andere. Und das Impfziel hat sich verändert. In den USA hat die FDA ja bereits den Booster für die 5- bis 11-Jährigen denen zugestimmt. Auch in Österreich, meine ich, werden zwei Impfungen plus Booster den Kindern der gleichen Altersgruppe empfohlen. Herr Nius, können Sie uns erklären, warum in anderen Ländern die Empfehlung so unterschiedlich ausfällt? Ja, die Situationen sind in den Ländern ja ganz unterschiedlich. Also auch die, muss man sagen, die Krankheitsversorgungssysteme sind unterschiedlich. In den USA ist die Versorgung eine andere als in Deutschland, ist eine andere als in Österreich. Und aus diesen verschiedenen Situationen heraus werden natürlich auch unterschiedliche Empfehlungen entwickelt. Das Immunsystem der Kinder ist natürlich gleich. Allerdings muss man auch nochmal sagen, es ist halt wichtig zu verstehen, dass wir davon ausgehen, dass viele, viele Kinder Kontakt mit SARS-CoV-2 haben. Und ob man jetzt nur mit der einen Dosis boostert und die hatten vorher zwei Infektionen sozusagen, eine Durchbruchsinfektion oder so, oder ob man praktisch zweimal impft und einmal boostert, ist letztendlich kein großer Unterschied. Ja, dann gibt es noch eine Frage von einer Journalistin, glaube ich. Sie fragt, warum stützt die STIKO-Empfehlung ihre Empfehlung auf theoretische In-vitro-Daten, wenn wir aus den Zulassungsstudien ganz gute klinische Daten für die Zweifachimpfung haben? Die Situation hat sich ja, wie gesagt, verändert. Wir gehen davon aus, dass der allergrößte Teil dieser Population schon infiziert ist. Und wir wissen, dass dieser Impfstoff, auch wenn man ihn zweimal gibt, bei Omikron keine so gute Wirksamkeit hat, wie er in den Zulassungsstudien gezeigt werden konnte. Da gibt es Daten zu, auch zu den Altersgruppen der Kinder aus verschiedenen Ländern, dass die Impfstoffeffektivität in Bereiche zwischen 60% und 30% sinkt, um eine jegliche Infektion zu verhindern. Die Effektivität, schwere Erkrankungen zu verhindern, ist weiterhin besser, die nicht ganz so gut wie bei den Erwachsenen. Aber die Kinder, die ein Risiko haben, schwerer zu erkranken, die haben ja schon lange eine Impfempfehlung, zweimal geimpft zu werden und jetzt auch ein drittes Mal noch geboostert zu werden. Das heißt, für die Kinder mit dem höchsten Risiko, und das ist bekanntermaßen, auch bewiesenermaßen, die Gruppe der vorerkrankten Kinder, existiert diese Empfehlung ja. Es geht uns jetzt um die Kinder, die kein hohes Risiko haben. Und für die ist es unter der Situation, in der wir in Deutschland sind, zu erwarten, dass fast 100%, wenn es vielleicht 90% sind, wir wissen es nicht hundertprozentig genau, schon infiziert waren und durch eine zusätzliche Impfung eine Verbreiterung ihrer Immunität erfahren werden, die sie davor schützen soll, im Herbst und Winter, eventuell ergänzt durch eine weitere Impfung, dann noch besser geschützt zu werden. Genau für dieses Szenario kann es natürlich noch keine Studien geben, aber wir haben viele Studien aus anderen Altersgruppen, die gezeigt haben, dass dieser hybride Immunschutz aus zwei oder drei Antigenkontakten durch Impfung und Infektion, dass dieser hybride Immunität die beste Immunität ist, die wir erreichen können. Das heißt, dass wir dann für die Zukunft besser geschützt sind, als wenn wir uns nur auf ein System verlassen. Herr Berner, wenn ich jetzt... wenn man genau weiß, dass das Impf- oder man geht davon aus, genau zu wissen, dass das Kind noch keine SARS-CoV-2-Infektion durchlebt hat, weil wir uns als Familie super viel getestet haben und die Eltern immer oder häufig PCR-Tests auch gemacht wurden im Kindergarten und Schule. Würden Sie dann trotzdem nur eine Impfung empfehlen oder ist es dann nicht sinnvoll, das Kind zweimal impfen zu lassen? Also ich kann Herrn Theerhardt nur zustimmen. Ich meine, erstens, glaube ich, kann keiner von uns für sein eigenes Kind oder für sich selbst sicher sagen, dass eine Infektion bisher nicht stattgefunden hat. Dafür sind die Verläufe einfach zu unterschiedlich und zum Teil auch ohne relevante Symptome. Also ich glaube, dass auch wenn man so vorsichtig wie möglich gewesen ist, sicher vorhersagen kann man das nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, glaube ich, der ist wirklich wichtig, was Herr Theerhardt gesagt hat. Es geht nicht darum,
ein einzelnes gesundes Kind vor einer, mit dieser einen Impfung vor einer jetzt kommenden schweren Infektion zu schützen, sondern es geht darum, dass wir die Gruppe der Kinder insgesamt deren Immunstatus sozusagen aufbauen oder vorbereiten auf eine möglicherweise im Herbst ja auch durchaus durch eine neue Variante, wo auch die zweite Impfung gar nicht helfen würde, vorzubereiten. Ich halte das für eine wirklich weise und kluge vorausschauende Entscheidung der STIKO zu sagen, wir machen es anders, als auch andere Empfehlungen in der Vergangenheit in anderen Ländern gewesen sind, die aber auch in einer anderen epidemiologischen Situation und in anderer Kenntnis sozusagen von Daten und mit anderen Varianten entstanden sind, sondern wir wagen einen Blick in die Zukunft und sagen, wir wollen die Kinder in ihrem dritten Corona-Winter so vorbereiten, dass sie möglichst sicher durch diese Zeit kommen. Und da ist eine, auch für das bisher nicht infizierte Kind eine Impfdosis sozusagen ein Priming, wie man sagt, also eine Vorbereitung des Immunsystems auf eine dann im Herbst durch stattfindende Infektion oder eben durch einen angepassten Impfstoff zu erwartende, dann stabile Immunität. Hier wird gefragt, geht es denn dann wirklich um den individuellen Vorteil für das Kind, also den individuellen Vorteil durch diese Impfung, oder geht es ja eigentlich auch um den Populationsschutz? Also was Sie hatten, glaube ich, hat Herr das Basisimmunität genannt, im Hinblick auf den Herbst. Also wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, also natürlich geht es auch um das individuelle Kind. Aber es geht nicht, man differenziert jetzt nicht zwischen dem Kind, das schon eine Infektion durchgemacht hat oder das Kind, das noch keine durchgemacht hat, sondern auch für das einzelne Kind, auch für das noch, wie Sie es geschildert hatten, noch keine Infektion hatte, ist zu erwarten, dass es von dieser einen Impfdosis individuell profitieren wird, weil es durch eine nächste, entweder Impfung oder Infektion, dann einen stabilen Immunstatus aufbauen wird, der es einigermaßen sicher durch die nächste Infektionswelle führen wird. Das kann ich vielleicht auch noch ergänzen. Wir wissen von anderen Altersgruppen, wenn die eine Impfung bekommen haben und der Abstand zur zweiten Impfung länger wird, so wie wir das ja jetzt planen, wenn es eine zweite Impfung geben sollte, wird dieser Abstand ja länger, als er bisher üblich war, von 3 bis 6 Wochen, sondern er kann vielleicht 10, 12 oder mehr Wochen sein, dass dann der endgültige Immunitätsschutz, die Immunität nach der zweiten Impfung besser ist, wenn dieser Abstand länger ist, als wenn dieser Abstand kurz ist. Das heißt, wenn wir jetzt eine längere Pause haben zwischen dieser ersten und einer später eventuell notwendigen zweiten Impfung, dann ist das ein zusätzlicher Vorteil, weil dann die Gedächtniszellen in der Zeit vermehrt haben und dann die Immunantwort auf die zweite Impfung noch besser ist, als wenn der Abstand kurz ist. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Vorteile, die wir auf diesem Weg erreichen können. Und der zusätzliche Vorteil ist halt auch, dass das Risiko von Komplikationen am Herzen, das sowieso ja sehr gering ist in diesem Alter, auch niedriger ist, wenn der Abstand besonders groß ist. Herr Nius, mit Blick aufs kindliche Immunsystem, ich meine, dass die Daten mit dem längeren Abstand von Erwachsenen kommen, ist das so einfach zu übertragen? Also was das Immunsystem des Kindes angeht, muss man ja sagen, dass das eigentlich insgesamt sehr gut funktioniert. Also die Kinder haben eine Thymusdrüse noch so im vorderen Mediastinum, also im Brustkorb drin, die gut funktioniert. Und jede Boosterung wird die Immunität da besser machen. Mit dem Abstand, wie lange die Impfungen voneinander entfernt sind, das sind Daten, wie Sie richtig sagen, die von Erwachsenen sind, die nicht von Kindern sind. Es ist aber nicht zu erwarten, dass das jetzt im Kindesalter so viel anders ist. Also man wird immer mit einer etwas weiter entfernten Boosterung sozusagen, entweder durch eine Durchbruchsinfektion, durch eine richtige Infektion oder durch eine Impfung, ein sehr gutes Boostern des Immunsystems erreichen. Es kann keiner sagen, ob man das nach 8 Wochen machen muss, nach 12 Wochen oder nach 18. Es gibt keine guten Daten für. Es ist auch schwierig, da eine klinische Studie zu machen. Aber der weite Abstand, so wie er jetzt sozusagen gewählt wird, wird auf jeden Fall natürlich dazu führen, dass sowohl die Antworten, was die Antikörperproduktion angeht, als auch was die Zellen angeht, die ganz wichtig sind, die in der Diskussion immer eine untergeordnete Rolle spielen. Aber diese T-Lymphozyten, die sind auch ganz wichtig, dass die auch nochmal sozusagen gekitzelt werden und dann das Immunsystem nochmal mit dem Erreger in Kontakt wird, dann wird diese Antwort in den Schleimhauten noch viel besser sein, als wenn praktisch nur einmal die Infektion stattgefunden hat oder nur einmal kurz ein Booster war. Hier kommt noch eine Frage mit ein bisschen Ausblick in den Herbst, und zwar, welche Empfehlung gibt es im Hinblick auf den Herbst für doppelt geimpfte Kinder, die bislang noch keinen Kontakt mit dem Virus hatten?
Ja, also wenn das keine Risikokinder sind, würde ich denen genauso raten, abzuwarten wie den Kindern, die jetzt einmal geimpft werden. Wir werden im Herbst wissen, wie es weitergeht. Oder wir werden im Spätsommer vielleicht wissen, wie es im Herbst weiterzugehen hat. Und ich denke, Kinder, die bis jetzt zweimal geimpft worden sind, sind genauso zu behandeln wie Kinder, die jetzt einmal geimpft werden. Und nach welchen Kriterien würde dann eine zweite Impfung oder dann vielleicht eventuell sogar eine dritte Impfung im Herbst empfohlen werden? Das hängt ja von vielen Sachen ab. Das hängt von der Epidemiologie der dann vorherrschenden Varianten ab. Das hängt von der Wirksamkeit der Impfstoffe ab. Das hängt von der Impfakzeptanz ab, die wir jetzt bei der ersten Impfung, die wir jetzt ja aussprechen, diese Impfempfehlung ja auch erstmal abwarten müssen. Und ich hoffe, dass diese Akzeptanz gut wird. Da arbeiten wir ja heute dran. Und diese vielen Gesichtspunkte, die es da zu berücksichtigen gilt, die wird die STIKO sorgfältig beobachten und halt auch beraten. Aber das Lesen in die Zukunft hinein, in eine Glaskugel. Und das können wir jetzt noch gar nicht alles wissen, was uns in den nächsten 2-3 Monaten da beschäftigen wird. Ja, wenn ich das trotzdem gerade noch kurz ergänzen darf. Also ich glaube, was wir schon wissen, ist, was Herr Niehus vorhin gesagt hat, dass diese hybride Immunität, das heißt also auch der Wechsel von einer Variante zur nächsten, auf der Basis einer Grundimmunität sehr viel, sagen wir, wirksamer und stabiler ist, als wenn das auf noch keiner Immunität beruht. Das heißt also, egal was für eine Variante, also nicht egal, aber sagen wir, wenn die Varianten im Rahmen von dem sich bewegen werden, was wir in der Vergangenheit an Variationen hatten, dann wird es mit dieser Grundimmunisierung gelingen, relativ schnell einen effektiven Immunschutz aufzubauen. Ich würde da auch gerne nochmal ergänzen. Also es ist halt extrem wichtig, dass die Pandemie sozusagen länger dauert, weil dann die Anzahl der Boosterungen für das Immunsystem automatisch zunimmt. Ein Grund, warum die Omikron-Variante so viel besser verläuft als die anderen Varianten vorher, ist eben auch dieser Booster-Effekt. Das hat gar nichts mit der Variante selber zu tun, auch, aber nicht nur, sondern auch mit dem Immunsystem, was mehrfach inzwischen schon Kontakt hatte bei den allermeisten Kindern und dann dazu führt, dass die Varianten nicht mehr viel ausrichten können. Am Ende in der Empfehlung lassen Sie ja offen, dass man im Frühherbst nochmal mit längerem Abstand dann eventuell eine zweite Dosis empfiehlt und auch halt in Abhängigkeit von der dann zirkulierenden Variante. Ich habe mich gefragt, ist das nicht ein bisschen verwirrend, wenn die STIKO ihre Empfehlung immer wieder aktualisiert? Wäre es nicht auch mal gut für die Eltern, dass sie wissen, woran sie sind, jetzt mal endgültig eine Empfehlung auszusprechen? Das wäre auch für die STIKO gut, wenn es so einfach wäre, aber so einfach ist es eben nicht. Wir haben Pandemie. Die anderen Impfempfehlungen, die wir aussprechen, da können wir das alles sehr gut berechnen und epidemiologisch begründen, wie wir unsere Entscheidung zu fällen haben. Aber in einer Situation, wie wir jetzt sind, gibt es kein Beispiel, es gibt keine Blaupause. Wir können nicht von irgendwelchen bestehenden Plänen unsere Entscheidung abhängig machen. Wir müssen von Monat zu Monat entscheiden. Die können sich vorstellen, das war für uns auch als STIKO eine sehr neue und sehr anstrengende Erfahrung, dass man praktisch nie wusste, was in den nächsten Wochen kommt. Wir haben uns wöchentlich getroffen, wir haben uns jetzt zum ersten Mal einen längeren Abstand gegönnt und das wird aber so weitergehen. Und da müssen wir ja alle mitleben, nicht nur die STIKO, sondern auch wir, die Journalisten und erst recht die Bevölkerung und auch leider auch die Politik, dass wir uns nicht auf alles sofort hundertprozentig genau vorbereiten können. Und ich finde es auch nicht verkehrt, was Herr Lauterbach jetzt gemacht hat, dass er 3 verschiedene Impfstoffe für die Zukunft einkauft, wo wir noch gar nicht genau wissen, welcher davon dann der beste sein wird. Aber wir haben schon mal dafür gesorgt, dass wir sie haben werden. Und so ähnlich gehen wir jetzt auch vor. Und kann man denn dann nicht vielleicht auch direkt davon sprechen, also von 2 Impfungen sprechen und anzukündigen, dass die zweite Impfung dann halt mit einem längeren Abstand kommt oder erst im Herbst? Oder was würde denn davon abhalten, eine zweite Impfung überhaupt zu geben? Herr Bernhard, Sie? Ja, ich meine, wenn weiter Omikron, was jetzt eher unwahrscheinlich ist, Omikron das Spiel bestimmen wird, wüsste ich jetzt keinen Grund, warum man im Herbst eine zweite Impfung geben sollte. Also wenn wir sozusagen das beste Szenario sozusagen uns vorstellen, also im Grunde eine abgeschwächte Variante sozusagen, viele haben die Immunität, also die Infektion schon durchgemacht, gäbe es aus meiner Sicht jetzt keinen Grund, im Herbst eine zweite Impfung zu machen. Das, wie gesagt, Herr Niehus hat es auch schon gesagt, ich meine, der Punkt ist, dass wir, die Pandemie muss lang genug andauern, es muss immer wieder Kontakte mit diesem Antigen stattfinden.
um in der Bevölkerung insgesamt populationsbezogen sozusagen eine ausreichende Immunität zu haben, die uns dann auch mit ein bisschen Gelassenheit und ein bisschen Entspanntheit auch in die nächsten Jahre hineingehen lassen wird. Und insofern ist es in jedem Fall richtig, sozusagen diese Entscheidung jetzt heute so zu treffen, selbst wenn wir keine zweite Impfung im Herbst geben. Hm. Wollen Sie noch was ergänzen, Herr Terp? Nein, das war alles perfekt. Wann würde die STIKO denn prüfen, ob ein neuerer Impfstoff Sinn macht? Und käme die Empfehlung dann wirklich rechtzeitig vor dem Winter? Bei den ersten Impfstoffen hat die STIKO ja sehr lange geprüft und auch noch Studien abgewartet, bevor sie die Empfehlung ausgesprochen haben. Das ist jetzt sehr, sehr viele Konjunktive, die ich dazu anbringen muss, weil wir haben noch keinen angepassten Impfstoff, der zugelassen ist. Auch noch nicht für diese Altersgruppe. Es gibt verschiedene Modelle der verschiedenen Hersteller. Es gibt bivalente Impfstoffe. Es gibt verschiedene Mischungen von zwei Komponenten in den Impfstoffen. Es gibt angepasste Impfstoffe an Omikron, die in der Entwicklung sind und in Phase 3 Studien kurz vor der vor dem Zulassungsantrag stehen. Und da wir das alles noch nicht so genau wissen und das auch sehr schwer zu berechnen und zu belegen mit Daten ist, da muss sehr viel modelliert werden und da kann gar nicht so sehr viel auf Studiendaten, außer dass es irgendwie wirksam war in einer bestimmten Studiengruppe. Weil zu dem Zeitpunkt, wo der Impfstoff dann in den Markt kommt, hat sich vielleicht schon wieder so viel geändert. Das wird auch in der Zukunft ein schwieriges Feld bleiben, diese Entscheidungen zu fällen. Und da muss viel abgewogen werden. Und wir versuchen ja immer so evidenzbasiert zu arbeiten, wie es irgendwie geht. Aber das ist nicht immer einfach in einer Pandemie und das wird auch in den nächsten Monaten nicht einfach sein. Aber wir werden das kontinuierlich weltweit beobachten, was passiert und weltweit auch gucken, was mit Impfstoffwirksamkeit passiert und wird in Deutschland auf die Krankheitslast gucken. Das heißt, wir müssen ja in Deutschland auch immer, nochmal der Unterschied zu den USA, unsere Krankheitslast sehen. Und die ist halt ganz anders als in den USA. In den USA haben die jetzt entschieden zu boostern, weil die wesentlich mehr schwere Verläufe in dieser Altersgruppe haben als wir. Das hat viele verschiedene Gründe, die hat Herr Nius ja schon genannt. Aber das ist so, das war vorher ja auch schon so. Insofern, wir haben eine andere Situation. Wir müssen deswegen auch immer angepasst entscheiden. Mhm. Herr Nius, zur Prävention. Wissen Sie, ob die Impfung auch vor Long-Covid-Symptomen bei Kindern schützen kann? Gibt es keine Daten zu. Es ist ohnehin ja schwierig, eine gute Case-Definition, also eine Falldefinition für Long-Covid zu machen. Und ob wir mit der Impfung einen Einfluss auf Long-Covid haben, ist bisher, also kenne ich jetzt keine guten Studiendaten, die das so belegen können. Jetzt kam nochmal eine Nachfrage rein zum 3-Monats-Abstand. Und zwar, Sie haben anfangs gesprochen von 3 Monaten Abstand zu einer Infektion, gehen aber zeitgleich von einer hohen Dunkelziffer aus. Wie hoch ist das Risiko, dass unbemerkt bei vielen Kindern zu nah an der Infektion geimpft wird und was wäre denn dann die Folge? Ja, wir empfehlen diesen 3-Monats-Abstand immer dann, wenn der Infektionszeitpunkt ganz genau bekannt ist. Wenn der nicht bekannt ist, dann haben wir bei den Erwachsenen die Möglichkeit, wenn das dann unbedingt gemacht werden möchte, eine Serologie zu bestimmen und 4 Wochen nach der Serologie dann abzuwarten, um einen Mindestabstand zu haben. Das machen wir aber jetzt bei Kindern nicht, weil wir auch nicht wollen, dass bei den Kindern jetzt deswegen Blut abgenommen wird. Sondern wir wollen, dass das bei allen Kindern jetzt so geimpft wird, die bisher gar nicht geimpft sind, dass sie einmal geimpft werden. Und angenommen, die haben jetzt vor 2 Monaten ihre Infektion gehabt, dann kann es sein, dass dieser Booster-Effekt, diese Erhöhung der Basisimmunität vielleicht nicht quantitativ so groß ausfällt, wie wenn es 3 Monate wären, aber es wird trotzdem einen Booster-Effekt geben. Deswegen optimal ist, wenn es bekannt ist und wenn man dann 3 Monate Mindestabstand einhält, aber das ist jetzt nicht Bedingung. Und Herr Berner oder Herr Nius, haben Sie schon mal, dass die Impfung und Infektion quasi zusammenfällt, kann das auch Nachteile mit sich bringen? Also weiß ich nicht, ob man das so ganz konkret beantworten kann. Also wir in unserem Register, sage ich jetzt mal so, ist das jetzt nicht als ein Faktor irgendwie aufgetaucht, der Krankheitsschwere sozusagen verschlechtert oder verschärft hätte. Also ich glaube ich auch nicht dran. Im Prinzip, Herr Terhardt hat es gesagt, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wenn die Impfung zu früh nach einer Infektion kommt, dass der Booster-Effekt nicht so ausgeprägt ist, als wenn man den Abstand gehabt hätte. Aber das ist aus meiner Sicht, nach dem, was wir auch an Meldungen haben, im Grunde das einzige Risiko sozusagen, das man eingeht, wenn es ein Risiko ist. Ja,
Gibt es denn, hätte es denn Nachteile, wenn sich Eltern dafür entscheiden, ihre 5- bis 11-Jährigen nach dem zugelassenen Impfschema zu impfen zu lassen? Also Sie haben jetzt ja schon gesagt, dass umso länger der Impfabstand, umso höher ist die Impfwirkung. Aber gibt es noch andere Nachteile eventuell? Naja, das würde nur ein ganz geringer Zusatzvorteil sein, wenn das Kind jetzt zweimal geimpft würde. Wir würden aber davor warnen, dass die Eltern dann denken sollen, dass sie denken würden, dass ihr Kind dann besser geschützt wäre, als wenn es nur einmal geimpft ist. Der Schutz lässt in jedem Fall auch nach 2 Impfungen nach. Und nach einer Impfung ohne Infektionen in der Zwischenzeit oder danach lässt er auch nach. Aber der zusätzliche Vorteil einer zweiten Impfung ist jetzt praktisch zu vernachlässigen. Insofern empfehlen wir die im Moment nicht, sondern bitten da abzuwarten. Aber die Möglichkeit bestand ja bisher auch schon und die haben jetzt ungefähr 22% der Familie, der Kinder sind zweimal geimpft in Deutschland in dieser Altersgruppe. Und wir gehen davon aus, dass wir nur ungefähr 10% haben, die die Indikation eines Risikokindes erfüllt haben. Und wir haben jetzt so einen Sättigungseffekt erreicht. Das heißt, viele Eltern sind jetzt nicht mehr gekommen, die diese Impfungen gefordert haben. Wir erwarten, dass sich diese Situation jetzt durch diese angepasste, neue, aktualisierte Empfehlung wieder verändern wird. Und wünschen uns sehr, dass das in den Kinderarztpraxen jetzt auch wieder möglich gemacht wird, dass diese Impfung angeboten wird. Denn das ist ja durchaus eine Herausforderung. Eine Impfstoffflasche enthält 10 Impfstoffdosen. Das heißt, die Kinderärzte müssen in ihren Praxen das einplanen, dass das organisiert wird, dass 10 Kinder möglichst auch kommen an so einem Impftag oder Impfnachmittag oder Impfvormittag. Und das ist auch eine Herausforderung jetzt für die Kinder- und Jugendarztpraxen in den nächsten Monaten. Aber es ist halt auch eine Impfung weniger und ich halte es für gut schaffbar, jetzt im Sommer den Großteil der Kinder, für die das jetzt empfohlen wird und die das hoffentlich auch in Anspruch nehmen, das auch so zu impfen. Da es relativ aktuell ist, passt zwar nicht hundertprozentig rein, aber es geht um den Impfstoff für die noch kleineren Kinder. Die BioNTech hat heute bekannt gegeben, meine ich, dass bei den unter 5-Jährigen 3 Impfstoffdosen gegeben werden sollen von dem Comirnaty-Impfstoff. Und jetzt wird gefragt, wie das zusammenpasst. Können Sie dazu schon was sagen? Frage geht an mich, ne? Ja. Also die in den Impfstoffstudien von Comirnaty mit 3 Mikrogramm, also ein Zehntel des Erwachsenen-Impfstoffs in der Dosis, ist festgestellt worden, dass 2 Impfungen überhaupt nicht ausreichend waren, vor allen Dingen in der Altersgruppe 2 bis 4 Jahre. Und deswegen wurde die Studie dann verändert auf ein 3-Dosis-Impfschema, weil sonst gar keine vernünftige Wirksamkeit erzielt werden konnte. Und diese Zulassungsstudie hat ja nichts mit unserer Empfehlung zu tun. Zulassungsstudien finden so statt, dass ein bestimmtes Impfkonzept geprüft wird, nachdem dann Ergebnisse erzielt werden können. Und da hat es sich in dieser Altersgruppe gezeigt, dass halt 2 Dosen alleine nicht so einen guten Schutz bieten wie 2 Dosen bei älteren Kindern. Und deswegen ist es erweitert worden. Und ich habe sogar gelesen, dass bei den 2- bis 4-Jährigen eventuell sogar auch an die Dosis von 10 Mikrogramm gedacht wird, dass man davon ausgeht, dass bei den 6 Monate bis 2 Jahre alten Kindern diese Dosis mit 3 Mikrogramm ausreichend ist, aber darüber nicht. Aber ich glaube, die Studien sind noch nicht alle beendet. Das sind sicherlich Zwischenmitteilungen. Wir werden sehen, was die FDA als erstes dazu sagt. Mehr weiß ich aber allerdings auch noch nicht dazu. Herr Nius, vielleicht auch in die gleiche Richtung. In dem Spikevax-Impfstoff ist ja mehr mRNA enthalten. Denken Sie, dass es vielleicht auch zu einer besseren Immunität führt, wenn man das Kind dann einfach mit Spikevax impft, anstatt mit Comirnaty? Kann ich ohne klinische Daten nicht sagen. Also da bedarf es der Kenntnis der Daten aus den Studien, um das beurteilen zu können. In die Immunität fließen so viele Dinge ein, das ist nicht nur die Dosis, sondern darauf an, wie man es spritzt, was da noch für Bestandteile drin sind und so weiter, ist sehr schwer vorherzusagen. Ja, wir haben als STIKO die Zulassungsdaten, die eingereicht worden sind, gesehen und auch bewertet. Also die Wirksamkeit ist vergleichbar mit dem Comirnaty 10 Mikrogramm Impfstoff. Die Sicherheitsdaten, die aus der Zulassungsstudie bekannt sind, sind auch vergleichbar. Aber dieser Impfstoff ist weltweit noch viel, viel geringer verimpft worden als Comirnaty. Insofern haben wir noch keinerlei Erfahrungen, was die seltenen unerwünschten Ereignisse, also die schweren Impfkomplikationen angeht, was wir bei Comirnaty 10 Mikrogramm ja schon besser wissen. Aber der Impfstoff ist zugelassen, auch von der EMA ja zugelassen worden. Und insofern kann geimpft werden. Aber da ist das praktische Problem, von dem ich ja eben gesprochen habe, noch viel größer, weil in einer Impfflasche sind 20 Impfstoffe drin.
Das heißt, da muss ein Kinder- und Jugendarzt in seiner Praxis möglichst 20 Kinder an einem Tag impfen. Das wird mit diesem Impfstoff sicherlich auch ein bisschen schwieriger sein als mit dem Comirnaty-Impfstoff. Herr News, ich sehe gerade, Sie haben nicht mehr so viel Strom. Doch, ich habe gerade eine Steckdose gefunden. Alles ist gut. Ja. Sorry. Wunderbar, alles klar. Aber wir nähern uns ja schon dem Ende. Genau, hier wird auch noch gefragt, wird das die Eltern nicht völlig verwirren? Ganz kleine Kinder sollen 3 Dosen bekommen, 5- bis 11-Jährige nur 1 Dosis, ab 12 Jahren dann wieder 2 Dosen. Ja. Das sollte man bitte erstmal nochmal wieder vergessen mit den ganz kleinen Kindern. Der Impfstoff ist noch nicht zugelassen, es gibt noch keine STIKO-Empfehlung dazu und wir müssen das erstmal überhaupt beraten. Darum geht es jetzt überhaupt nicht. Es geht jetzt wirklich um die andere Altersgruppe und da ist jetzt die STIKO-Empfehlung einmal zu impfen und für die kleinen Kinder würde ich alle Journalisten bitten, vertagen Sie das Thema nochmal. Da müssen wir wirklich noch die Datenlage wirklich besser beurteilen können. Gut, dann möchte ich auch so langsam zum Abschluss kommen und möchte Sie alle drei auch nochmal fragen oder bitten, die wichtigsten Punkte einmal rauszukristallisieren und dann auch nochmal klarzustellen, welche Motivation oder aus welcher Motivation jetzt die Eltern haben sollten, jetzt ihre Kinder auf jeden Fall noch einmal oder nach der Empfehlung impfen zu lassen. Ich beginne mal mit Ihnen, Herrn Werner. Ja, um den anderen auch noch was übrig zu lassen, will ich eigentlich nur einen Satz sagen. Also ich glaube, man muss einfach verstehen, dass diese Impfung jetzt und diese Impfempfehlung gedacht ist als Vorbereitung auf den kommenden Herbst und Winter. So ist es angelegt, so ist es gedacht und so ist es aus meiner Sicht auch sinnvoll. Und ich sage auch das nochmal, die Kinder gehen in den dritten Winter einer Corona-Pandemie. Wir müssen alles dafür tun, dass wir sie besser als die letzten beiden Winter durch diese Saison bringen. Und dafür sind alle Anstrengungen notwendig. Und dazu gehört eben auch jetzt diese, und ich finde es eigentlich nicht so kompliziert, um das vielleicht auch noch zu sagen, ich finde es nicht so kompliziert. 5 bis 11 sollen jetzt eine Impfung erhalten, die noch nicht geimpft sind. Das ist einfacher, geht es eigentlich nicht. Herr Nius. Können Sie ja, jede Boosterung oder jede Reinfektion oder jede Infektion hilft dem Immunsystem. Die Pandemie hat gezeigt, dass es mit der Dauer der Pandemie die Immunitätslage besser wird. Eine solche Impfung ist aufgrund des sehr guten Sicherheitsprofils der Impfung eine Stärkung des Immunsystems und deswegen würde ich sie den Eltern empfehlen. So wie ich mich selber boostern lasse, würde ich das auch den Eltern empfehlen, dass man das bei den Kindern machen kann und dass das die Immunitätslage wahrscheinlich insgesamt verbessert. Herr Terhardt, bevor wir zu Ihrer abschließenden Empfehlung kommen, eine Frage, die hier wirklich wiederholt gestellt wurde, ist nochmal die Frage zu der Kommunikation in der STIKO. Waren sich die STIKO-Mitglieder alle einig? Gab es da viele Gegenstimmen? Wie schwer war es, zu dieser Entscheidung zu kommen? Es hat etwas länger gebraucht. Wir haben uns auch ein bisschen hin und her entschieden, weil wir halt die Datenlage kontinuierlich bewertet haben. Aber es gab jetzt bei der letzten Entscheidung, das so viel kann ich sagen, keine Gegenstimme. Aber es war ein langer Weg, weil die Datenlage dazu ja wirklich nicht so zufriedenstellend ist, wie das bei anderen Situationen war, weil es für diese Altersgruppe einfach auch noch nicht so viele Daten gibt und weil es ja eine sehr ungewöhnliche Entscheidung ist, die wir jetzt getroffen haben. Aber ich kann dann vielleicht gleich mein Schlusswort anschließen. Ich denke, es ist ein sehr ernst gemeintes und sehr verantwortungsvoll ausgesprochenes Angebot, das wir den Eltern machen, ihre 5- bis 11-Jährigen jetzt noch besser zu schützen für die Zukunft, die sowieso schon genug erleben mussten, sowohl die Eltern als auch erst recht die Kinder. Und wir können uns nur vorstellen, dass wir durch diese einmalige Impfung den Kindern, die zum allergrößten Teil jetzt schon oder in den nächsten Wochen oder Monaten Kontakt zu dem Virus hatten, eine bessere Immunität, die sogenannte hybride Basisimmunität vermitteln können, die einen guten Schutz bietet für die weiteren Verläufe, die wir zu erwarten haben und eventuell dann auch durch eine weitere Impfung später nochmal ergänzt werden kann. Aber jetzt erstmal das Angebot bitte prüfen und bestenfalls auch annehmen, einmal impfen. Ja,
Vielen Dank. Ich entschuldige mich erstmal nochmal für die technischen Probleme am Anfang. Ich danke den Experten, dass sie zumindest stabile Kamera- und Internetsysteme hatten und hier die vielen Fragen beantwortet haben. Ich möchte Sie nochmal daran erinnern, dass dieses Pressbriefing unter Sperrfrist ist. Sie können ab morgen 11 Uhr am Vormittag über dieses Thema berichten. Dann wird auch die offizielle Pressemitteilung online gehen. Auf Nachfrage können Sie von uns auch die wissenschaftliche Begründung von der Ständigen Impfkommission erhalten. Hierfür schicken Sie bitte eine E-Mail an redaktion@sciencemediacenter.de. Genau, morgen um 11 wird dann auch das Transkript fertig sein und das Video wird auch auf unserer Webseite zur Verfügung stehen. Ich danke Ihnen vielmals für die vielen, vielen Fragen. Ich hoffe, es konnte soweit alles gut geklärt werden. Danke nochmal an die Experten und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.